Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet habt. Nachdem ich die letzten Wochen eher kürzere Videos hochgeladen habe, habe ich heute mal wieder ein etwas längeres Video für euch vorbereitet, und zwar ein 50-minütiger Whole-Body-Yoga-Flow. Der Flow kann etwas herausfordernd sein, richtet sich also primär an die Mittelstufe oder geübte Anfänger. Grundsätzlich ist aber immer jeder eingeladen. Es gibt Scaling-Varianten für jedes Level. Ich blende hin und wieder auch mal etwas ein. Und grundsätzlich gilt bei mir immer, nimm dich selber nicht zu ernst. Probier es einfach ein paar Mal, YouTube vergisst nichts und dann wird es schon. Im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass du dir etwas Gutes tust und heute dich dazu entschieden hast, 50 Minuten mit mir zu yogieren. Diesmal gibt es beim Shavasana auch eine kleine musikalische Begleitung. Ich empfehle dir also, wie sagt man da, ausdrücklich bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast, mir Feedback gibst, was du dir noch so wünschst auf meinem Kanal. Und ja, ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis gleich auf der Matte. Wir starten im Schneidersitz. Wenn du möchtest, kannst du dich gerne etwas erhöht auf eine Decke oder deinen Yoga-Klotz setzen. Und wenn du es bequem hast, schließ für einen kurzen Moment deine Augen, komm auf deiner Matte an und starte langsam, alles andere auszublenden. Für jetzt gibt es nur dich, deine Matte und deine Praxis. Atme ganz entspannt ein und aus, noch ohne deinen Atem kontrollieren zu wollen. Nimm für jetzt einfach mal wahr, wohin du atmest. Ob es eher flach im Brustraum ist oder schon tiefer in die Bauchatmung geht. Und dann fang jetzt mal an, deinen Atem zu kontrollieren, deine Lungen mit jedem Einatmen mit ganz viel Luft zu füllen und mit jedem Ausatmen alles gehen zu lassen. Atme ganz tief ein und lösend wieder aus. Noch einmal ganz bewusst mit mir tief ein und lösend durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Öffne nun ganz sanft deine Augen und lass uns beginnen. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf und atme aus, lehn dich rüber nach rechts. Die linke Hand zieht weit über dir zur rechten Seite. Achte darauf, deinen linken Sitzbeinhöcker am Boden zu lassen. Einatmen, komm zurück zur Mitte und ausatmen, komm rüber nach links. Jetzt zieht dein rechter Arm weit über dich nach links. Erde deinen rechten Sitzbeinhöcker und stapel deine Schultern richtig schön übereinander. Noch zweimal jede Seite. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Atme aus, lehn dich nach rechts. Einatmen Mitte. Ausatmen nach links. Ein Mitte. Aus, nochmal nach rechts. Ein Mitte. Aus, letztes Mal nach links. Ein, zurück zur Mitte. Zieh dich nochmal weit nach oben. Und mit dem Ausatmen lehn dich nach vorne, so weit wie es geht. Schau auch hier wieder, dass dein Gesäß am Boden bleibt. Und zieh dich hier trotzdem in die Länge. Wunderbar. Atme ein, löse auf und dann wechsel einmal die Position deiner Füße, sodass der andere vorne ist. Dann atme nochmal ein, heb die Arme weit nach oben. Ausatmen, lehn dich nochmal nach vorne, vielleicht geht es jetzt schon ein bisschen mehr.
Dann löse auf und finde von hier deinen Weg in den Vierfüßler. Die Knie sind genau unter den Hüften und die Hände unter den Schultern. Dann atme ein, heb den Blick, komm ins geführte Hohlkreuz. Und atme aus, mach den Rücken rund, saug den Nabel ein. Einatmen, schieb die Brust nach vorn, heb den Blick. Und ausatmen, Nabel einsaugen, Rücken maximal runden. Noch zweimal, atme ein, komm vor ins geführte Hohlkreuz. Atme aus, Katzenbuckel, die Hände drücken fest in den Boden. Einatmen, öffne dich nochmal weit nach vorn. Und ausatmen, maximaler Katzenbuckel, Nabel einsaugen. Hände fest in den Boden drücken. Mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den neutralen Vierfüßler. Von hier hebe deinen rechten Arm weit nach oben, der Blick folgt. Und mit dem Ausatmen fädel ihn unter dir durch Richtung linker Seite. Ein, winde dich wieder nach oben auf. Und ausatmen, komm nochmal unter dir durch. Letztes Mal einatmen, weit nach oben strecken und ausatmen, unter dir durchfädeln. Leg nun deine rechte Schläfe am Boden ab und fokussiere die Länge im Rücken. Schiebe deine linke Hüfte tendenziell etwas mehr nach hinten und halte für einen kurzen Moment so. Dann löse mit dem nächsten Einatmen wieder auf, heb den Arm nochmal nach oben und ausatmen, neutraler Vierfüßler. Andere Seite. Einatmen, heb den linken Arm nach oben und ausatmen, bring ihn unter dir durch, rüber nach rechts. Einatmen, öffne dich nach oben und ausatmen, komm wieder unter dir durch. Letztes Mal. Noch einmal richtig großzügig nach oben strecken und mit dem Ausatmen weit unter dir durchkommen. Erde nun deine linke Schläfe, zieh deine rechte Hüfte eher etwas mehr nach hinten und werde ganz lang im Rücken hier. Wunderbar. Löse mit dem nächsten Einatmen wieder auf. Heb deinen linken Arm nochmal nach oben. Und ausatmen, neutraler Vierfüßler. Komm von hier einmal in die Plank Position und direkt weiter in den herabschauenden Hund. Und dann roll dich mal so Wirbel für Wirbel nach vorn in den Yoga-Liegestütz. Dort angekommen, zieh dich geführt von deinem Steißbein wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Ganz genau. Spinal Waves. Ich liebe sie. Noch ein paar Mal in deinem Rhythmus. Beim Einatmen roll dich nach vorn. Und beim Ausatmen zieh dich wieder zurück. Mach jetzt gerne noch ein paar Runden ganz für dich. Und deinem Atemrhythmus. Und wenn du dann wieder im herabschauenden Hund bist, bleibe kurz hier. Und dann wandere mit ganz vielen kleinen Schritten nach vorn zwischen deine Hände und dann roll dich nach oben auf ins Stehen. Um jetzt etwas mehr Dynamik reinzubringen und uns aufzuwärmen, fließen wir durch drei Runden Sonnengruß A und zwei Runden Sonnengruß B. Lass uns beginnen. Atme ein, heb die Hände über den Kopf nach oben. Atme aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge.
Und aus, steig oder spring zurück, Yoga-Liegestütz und komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Bleibe für 3 Atemzüge. Und wenn dir nochmal danach ist, heb gerne deine Fersen auf und ab. Lass deinen Hund laufen und zieh die Fersen kraftvoll Richtung Boden, auch wenn sie da noch nicht sind. Mit dem nächsten Einatmen schau nach vorne, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Runde 2. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und aus, bring die Hände zu Boden, steig oder spring zurück und komm tief, Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Wieder für 3 Atemzüge hier. Dann atme ein, steige oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Letztes Mal. Einatmen, Hände nach oben, ausatmen, abtauchen, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, steige oder spring zurück, Yoga-Liegestütz und komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Wieder für 3 ganz bewusste Atemzüge hier. Atme ein, schau nach vorne, steige oder spring zwischen deine Hände, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein, Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände vors Herz. Sehr gut. Wir machen direkt weiter mit Surya Namaskar B. Atme ein, beug die Knie, heb die Arme nach oben, komm in den Stuhl, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und aus, steig oder spring zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Achtung, atme ein, dreh deinen rechten Fuß 45 Grad nach außen und bring deinen linken zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Virabhadrasana 1, dein erster Krieger. Ausatmen, Hände zum Boden, steig zurück, Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Atme ein, dreh den linken Fuß 45 Grad nach außen und bring deinen rechten Fuß zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Und atme aus, bring die Hände zu Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz, senk ab, Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Super. Wir bleiben auch hier wieder für 3 Atemzüge. Schau, dass du deinen Atem wieder etwas beruhigst und so weit gehst, wie es für dich passt. Atme ein, steig oder spring nach vorne zwischen deine Hände, halbe Vorbeuge. Und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, beug die Knie, heb die Arme über den Kopf, Utkatasana. Und aus, steh auf, Hände vors Herz. Runde 2. Einatmen, beug die Knie, Arme nach oben, Utkatasana. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig oder spring zurück, Chaturanga.
Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, dreh deinen rechten Fuß 45 Grad nach außen und steig mit deinem linken Fuß zwischen die Hände, heb die Arme, Krieger 1. Ausatmen, Hände zu Boden, steig zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Dreh nun deinen linken Fuß 45 Grad nach außen und steig mit deinem rechten Fuß zwischen deine Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Und atme aus, Hände zum Boden, steig zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleibe auch hier wieder ruhig für 3 tiefe und genüssliche Atemzüge. Vielleicht sind deine Fersen nun fast schon am Boden. Wenn nicht, ist es aber auch völlig in Ordnung. Konzentriere dich darauf, sie lediglich in die Richtung zu bekommen. Wunderbar. Atme ein, steig oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Atme ein, beug die Beine und komm in Utkatasana, heb die Arme nach oben. Ausatmen, streck die Beine, Hände neben den Körper. Prima. Wir machen direkt weiter. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf. Aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, Blick heben, halbe Vorbeuge. Und von hier hebe dein rechtes Bein gestreckt nach oben für das stehende L. Halte kurz hier. Und dann mach mit dem Ausatmen einen großen Schritt nach hinten. Bring die Arme über den Kopf und komm in Virabhadrasana 1. Richte dich gut ein. Schau, dass du gut verwurzelt zum Boden bist. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug ein und öffne dich mit dem Ausatmen in den zweiten Krieger. Mit dem nächsten Einatmen dreh deine linke Handfläche nach oben und schieb deinen Oberkörper so weit nach vorne wie möglich. Und mit dem Ausatmen kehr deinen Krieger um für den friedvollen Krieger. Spür, wie sich deine gesamte linke Körperhälfte aufdehnen kann. Einatmen, zieh dich wieder nach oben. Und ausatmen, stütz dich auf deinen linken Oberschenkel ab, zieh die rechte Hand weit über deinen Kopf für den gestützten seitlichen Winkel. Optionales Chin Mudra mit deiner rechten Hand. Der Blick geht entweder gerade nach vorne, oder wenn du keine Probleme im Nacken hast, zu deiner oberen Hand. Einatmen, komm wieder nach oben, streck dein linkes Bein und lehn dich nach hinten. Mit dem Ausatmen klapp deinen Körper nach unten ab und komm in dein Dreieck Trikonasana. Stapel deine Schultern genau übereinander, mach den Rücken lang und stell dir vor, wie du mit deinem gesamten Rücken gegen eine Wand lehnen kannst. Der Blick geht wieder gerade nach vorn oder wenn möglich zu deiner oberen Hand. Bring nun deine linke Hand neben deine rechte zu Boden. Zieh die Stirn Richtung Schienbein für Parsvottanasana. Und dann verlagere dein Gewicht etwas mehr in dein rechtes Bein. Heb das linke weit nach oben fürs stehende L. Ausatmen, wandere mit deinen Händen ein Stückchen weiter nach vorn. Bring deinen linken Fuß zwischen deine Hände und erde dein rechtes Knie und Fußrücken für den Low Lunge. Richte dich hier gut ein. Heb den Blick und mach den Rücken lang. Ein tiefer Atemzug hier. Mit dem Ausatmen dreh dich zur Seite auf,
für den Ninja Squat oder Skandasana. Bring deine Hände vors Herz und richte deinen Oberkörper gerade nach oben auf. Sehr gut. Dann bring deine Hände vor dir auf den Boden und wechsle die Seite. Nun ist dein linkes Bein gestreckt und das rechte angewinkelt. Bring die Hände wieder vor dein Herz und richte den Oberkörper auf. Atme tief ein und aus hier und spüre in die Dehnung hinein. Schick den Atem dahin, wo du sie am meisten spürst. Bring nun deine Hände wieder vor dich, rechts und links neben deinem rechten Fuß für unseren Low Lunge. Und dann schieb dich nach hinten in den dreibeinigen Hund. Rechtes Bein ist in der Luft. Ausatmen, stell den rechten Fuß zwischen deinen Händen am Boden auf. Zieh die Stirn zum Schienbein, Parsvottanasana. Einatmen, zieh die linke Hand nach oben für dein Dreieck, Trikonasana und halte kurz hier. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich nach oben, lehn dich weit nach hinten zur linken Seite. Und ausatmen, winkel dein rechtes Bein an, vergrößere optional deinen Schritt und komm in den gestützten seitlichen Winkel. Die linke Hand zieht weit über deinen Kopf hinaus. Atme ein, heb den Oberkörper an und lehn dich zurück für den friedvollen Krieger. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, heb beide Hände nach oben und dreh dich zum hinteren Mattenende, Virabhadrasana 1. Ausatmen, bring deine Hände zu Boden, heb dein linkes Bein in die Luft, stehendes L. Einatmen, erde deinen linken Fuß, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Hände über die Seite nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz. Wir kommen jetzt genauso wieder zurück an den Anfang unserer Matte. Dieses Mal nur ein klein wenig zügiger. Bereit? Sehr gut. Atme ein, zieh die Hände weit über den Kopf nach oben. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, heb dein linkes Bein nach oben, stehendes L. Mach nun einen großen Schritt nach hinten, heb die Arme, Krieger 1. Ausatmen, zur Seite öffnen, Krieger 2. Ein Atemzug hier und mit dem Ausatmen komme den friedvollen Krieger. Einatmen, gestützter seitlicher Winkel, die linke Hand zieht weit über deinen Kopf. Und zieh dich mit dem nächsten Einatmen wieder nach oben, streck dein rechtes Bein und lehn dich nach hinten. Öffne deine gesamte rechte Körperhälfte. Ausatmen, komm tief, Trikonasana. Bring nun beide Hände zu Boden, Parsvottanasana. Einatmen, rechtes Bein zieht nach hinten oben, stehendes L. Ausatmen, Hände ein Stückchen nach vorn, rechter Fuß zwischen die Hände, linkes Knie und Fußrücken erden für unseren Low Lunge. Super. Atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen öffne dich zur Seite für Skandasana. Bring die Hände vors Herz und werde wieder ganz groß. Wechsle nun die Seiten. Und dann bring die Hände nach vorne, rechts und links von deinem linken Fuß, Low Lunge. Atme ein, schieb dein linkes Bein nach hinten, dreibeiniger Hund. Atme aus, stell die linke Hand
zwischen deinen Händen ab. Zieh die Stirn zum Schienbein, Parsvottanasana. Einatmen, heb die rechte Hand weit nach oben, Trikonasana, halte kurz hier. Und mit dem nächsten Einatmen zieh dich nach oben und lehn dich zurück. Beug dein linkes Bein, vergrößere gern deinen Schritt und komm in den gestützten seitlichen Winkel. Einatmen, zieh dich nach oben und ausatmen, friedvoller Krieger. Bleibe für einen Atemzug hier. Und mit dem nächsten Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, dreh dich zum Mattenende, heb die Arme nach oben, erster Krieger. Ausatmen, Hände zu Boden, rechtes Bein heben, stehendes L. Erde deinen rechten Fuß, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein, heb die Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände vors Herz. Super gut. Locker dich gerne einmal kurz aus, bevor wir mit unserem Balance-Teil weitermachen. Für den Baum. Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und bring den rechten Fuß an die Innenseite von deinem linken Knöchel, deiner Wade oder deinem Oberschenkel. Wenn du die Balance gefunden hast, bring die Hände vor dein Herz, fokussiere einen Punkt vor dir und halte für einen kleinen Moment. Lausche deinem Atem und richte dich ganz weit nach oben auf. Greife nun, ohne abzusetzen, deinen rechten großen Zeh mit den ersten drei Fingern und probier dein Bein nach vorne auszustrecken. Schau, dass deine Schultern auf einer Höhe bleiben und die rechte nicht ganz so weit nach vorne zieht. Führe nun dein Bein genauso wie es ist rüber zur rechten Seite und schau mal, ob du dein Bein noch ein Stückchen höher ziehen kannst. Und dann löse auf den Griff, die Hände zu den Hüften und bring dein Bein gestreckt vor dich. Halte kurz hier. Und von hier führe dein Bein nach hinten, die Arme ziehen nach vorne für den dritten Krieger. Finde dein Gleichgewicht und halte für 21, 22, 23. Und dann mach einen großen Schritt nach hinten, dreh den Oberkörper nach vorne, sodass du jetzt in so einem Grätstand stehst und schnaufe einmal kurz durch. Atme ein, zieh die Hände weit über den Kopf nach oben und aus, lehn dich vornüber, die Hände weit weg von den Beinen, dass du quasi in einem gegrätschten, herabschauenden Hund stehst. Zieh deinen Lat, also deinen großen Rückenmuskel, schön weit auseinander. Achte ganz bewusst auf deinen Atem und spür mal in dich hinein, wie es dir jetzt geht. Wie sich dein Körper anfühlt, was du jetzt brauchst. Und dann schenk dir noch zwei weitere Atemzüge hier. Und mit dem nächsten Einatmen komm langsam wieder nach oben, zieh dich in die Länge. Ausatmen, lass die Arme locker neben dir hängen. Gib dir einen Schubser nach vorn an den Anfang deiner Matte und spür kurz nach. Und dann machen wir weiter mit der anderen Seite. Bring nun deinen linken Fuß für den Baum an die Innenseite von deinem rechten Knöchel, deiner Wade oder deinem Oberschenkel. Finde Stabilität und Festigkeit und schau gegebenenfalls gerade nach vorne auf einen Punkt, der sich nicht bewegt. Und
Dann greife mit deinen ersten drei Fingern deiner linken Hand den großen Zeh deines linken Fußes und strecke ihn gerade nach vorne aus. Denk auch hier wieder an deine Alternativen. Zieh deine linke Schulter so gut wie möglich nach hinten und stell dir vor, wie dich jemand an deiner Scheitelkrone nach oben zieht und du ganz viel Aufrichtung findest. Führe dein Bein nun nach außen auf die linke Seite und vielleicht bekommst du es ja auch wieder ein bisschen höher. Wenn du zwischendurch mal rausfällst oder das Gleichgewicht verlierst, gar kein Problem, mach dir bitte nichts draus, komm einfach wieder zurück, mach weiter. Lass deinen Fuß nun frei schweben und führe ihn auf der geradesten Linie, die dir möglich ist, nach vorne und halte. Lächle, halte und dann bring dein Bein nach hinten, lehn dich nach vorne für unseren dritten Krieger. Die Hände ziehen weit nach vorn, ganz großartig. Und dann mach auch hier wieder einen großen Schritt nach hinten mit dem linken Fuß. Bring die Hände an deine Hüften, schau nach vorn, komm wieder in deinen Gerätstand. Puh. Atme ein, heb die Hände weit über dich nach oben und mit dem Ausatmen lehn dich vornüber, greif mit den ersten drei Fingern deine großen Zehen und wenn das nicht möglich ist, greif gern deine Schienbeine oder was auch immer möglich ist. Atme ein, mach den Rücken lang und atme aus, zieh dich so weit wie möglich nach unten. Die Ellenbogen ziehen seitlich nach rechts und links und deine Scheitelkrone ist vielleicht schon am Boden. Arbeite hier wieder mit deinem Atem zusammen. Schau, ob du mit dem Ausatmen jedes Mal noch ein bisschen weiter in diese Dehnung reinkommst. Und beobachte auch wieder, wo du diese Dehnung am meisten spürst und was sich so in deinem Körper regt. Großartig. Löse wieder auf. Komm ganz achtsam mit deinem Oberkörper nach oben. Streck dich gerne nochmal in die Länge. Und dann gib dir wieder einen Schubser nach vorn an den Anfang deiner Matte. Puh, sehr gut. Der anstrengendste Teil ist geschafft. Wir kommen nun nach unten auf den Boden und lassen die Stunde ganz langsam ausklingen. Heb mit dem Einatmen die Arme nochmal weit nach oben in die Luft. Komm ganz hoch auf deine Zehenspitzen. Und mit dem Ausatmen beug die Beine und lass dich langsam nach unten absinken, bis du im Sitzen angekommen bist. Prima. Für unsere sitzende Vorbeuge Paschimottanasana streck deine Beine gerade nach vorne aus und zieh gerne nochmal dein Sitzfleisch nach hinten oben. Atme ein, kreier ganz viel Länge in deinem Rücken und mit dem Ausatmen wandere mit deinen Fingern nach vorne, so weit wie es dir möglich ist. Greife, was auch immer du jetzt greifen kannst, erzwinge nichts, egal wo du gerade bist, es ist genau richtig. Und gut für dich. Du kannst deinen Kopf jetzt auch gerne schwer hängen lassen. Entspann deinen Rücken, deine Arme und deine Schultern. Werde ganz weich und entspannt in deinen Gesichtszügen. Und genieße den Moment der Stille ganz für dich.
Löse nun ganz achtsam wieder auf. Zieh dein rechtes Knie ganz dicht zu dir heran und dann lass es sanft zur rechten Seite sinken. Atme ein, schaff mir mal ganz viel Raum. Und mit dem Ausatmen lehn dich vornüber, genau wie eben. Lass beide deine Sitzbeinhöcker geerdet. Gib dein ganzes Gewicht an den Boden ab. Schließ auch gerne deine Augen, wenn dir danach ist. Und beobachte dich wie so ein externer Beobachter. Völlig wertfrei. Nur du und deine Praxis. Dann löse ganz sanft wieder auf, streck dein rechtes Bein aus, zieh das linke zu dir heran und lass es auf die Seite sinken. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen lehn dich wieder nach vorn. Bleibe hier für ein paar Augenblicke, ganz für dich, mit deinem Atem. In Ruhe. Dann richte dich ganz langsam wieder auf. Stell beide Beine vor dir auf. Greife unter deine Knie. Und dann lass dich Wirbel für Wirbel nach unten in Rückenlage sinken. Zieh beide Beine zu dir heran. Schenk dir eine Umarmung und mach ein paar kreisende Bewegungen über deinen unteren Rücken. Schenk dir mal wieder ein wohlverdientes Lächeln und werd ganz locker und entspannt. Für unsere abschließende liegende Drehung hüpft dein Becken ein kleines Stück nach rechts und lass deine Knie auf Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Dein rechter Arm ist zur rechten Seite ausgestreckt, die linke Hand liegt auf deinem Knie auf. Schließ gern wieder deine Augen und lausche deiner eigenen Atmung.
löse nun ganz sanft wieder auf. Bring deine Knie über die Mitte, rüber nach rechts und lass sie schwer zu Boden sinken. Deine rechte Hand liegt auf deinem Knie auf und du wirst ganz schwer und weich. Wunderbar. Löse nun wieder auf und finde direkt deinen Weg in die Schlussentspannung. Streck deine Arme und Beine lang am Boden aus und gib dein Körpergewicht voll und ganz an den Boden ab. Lass alles los, was dich festhält und tauche ein in die vollkommene Entspannung, in dein Shavasana. Thank you.
beginne allmählich deine Finger zu bewegen, deine Handgelenke zu kreisen, deine Zehen und deine Fußgelenke zu bewegen. Bring langsam wieder Leben in deinen Körper. Bring die Arme lang nach hinten über deinen Kopf. Dehn dich und räkel dich. Gähn. Mach, was du jetzt brauchst, um wieder zurückzukommen. Dann roll dich von hier aus nochmal einen Moment auf deine liebste Seite. Lass die Augen gerne sanft geschlossen. Genieß die Nähe. Genieß die Wärme. Die Ruhe und Zufriedenheit. Richte dich auf, komm ins Sitzen, bring die Hände vors Herz, die Daumen an dein Brustbein, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Senk den Blick, verneig dich vor dir und deiner Yoga-Praxis und belohn dich mit einem zu 100% ernst gemeinten Lächeln. Behalte diese Ausstrahlung bei, dieses Gefühl, wenn du rausgehst in dein echtes Leben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.